Hallo Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, ne? Ich hatte gerade ein paar Videos aufgenommen, wollte eigentlich jetzt gerade auch ausloggen und da fiel mir auf, ah Moment, hier unser kleiner Eisenherz-Druide, unser cool Tirana, hat ja ebenfalls Stufe 50 erreicht. Das bedeutet, auch da können wir uns das cool tiranische Traditionsset holen. Ich denke, das wird genauso schnell gehen wie bei den anderen, deswegen loggen wir uns einfach mal direkt ein, beziehungsweise betreten die Welt in Boralus. Die notwendige Quest, die habe ich mit Erreichen der Stufe 50 bereits einfach so erhalten. Also die poppte auf, ne, hey Champion, ne, hier, komm zu mir, ne, wir müssen reden. Ne, und da sagte hier diese, die alte Schabracke, hier die Prachtmeer, ne, die Mama Prachtmeer, die kam an. Ne, und will mit mir reden, ein ernsthaftes Gespräch. Ich denke, wir werden einfach nur hinfliegen müssen und uns unser Set abholen, aber egal, das werden wir eben halt auch tun, der Vollständigkeit halber alleine schon. Auf jeden Fall, wenn das dann endlich mal eingeloggt ist. Aber Boralus, ne, da habe ich hier immer so meine Probleme beim Einloggen. Hört man das? Okay. So, Hafen von Boralus. So, da ist der kleine Dickmann. So, stürmen wir raus und segeln wir los. Mhm. Rennen wir durch die Luft. Sieht zwar scheiße aus, aber während wir reiten, rennen, fliegen, hupsen. So, Sturmsangtal, Tiragadesund, ne, der Stolz von Kuchen, ne, der war auch nicht. Kul Tirana, ne, der war auch nicht. Der war Tradition von Kul Tiras. Trifft Catherine Prachtmeer in Boralus. Genau da hupsen wir gerade mehr oder weniger hin. Ne, und auch hier muss die eine oder andere Textur erst noch entwickelt werden. So, aber okay, gucken wir erstmal noch mal kurz auf die Quest. Tradition von Kul Tiras. Trefft Catherine Prachtmeer in Boralus. Mir ist hier in Boralus so einiges über eure außerordentlichen, vorbildlichen Führung zu Ohren gekommen, Eisenherz. Dankeschön. Wir treffen uns vor der Burg. Im Namen von Kul Tiras möchte ich euch für eure Anstrengungen die Ehre erweisen. Ja, ehrt mich. Ne? Riech mich. Mach fertig. Ich habe keine Zeit für Plauschereien. Du hast mich doch gerufen. Okay, wo auch immer euch die Winde hintragen mögen, wisset, dass der Geist von Kul Tiras euch stets begleitet. Tragt unsere Farben mit Stolz, Eisenherz. Und... Kul Tiras hält jedem Sturm stand. Champion, als Ausdruck meines Respekts und meiner Hochachtung überreiche ich euch diese Uniform der hochdekoriertesten Offiziere der Admiralität. Tragt sie mit Stolz, denn sie ist ein Zeichen eurer Heldentaten für die Allianz und Kul Tiras. Besser hat keine 3 Minuten gedauert. Okay, Catherine, dann zeig doch mal kurz hier, was du da für einen Lappen für uns fertig gehäkelt hast. Zombies, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. Zack. So, Traditionsrüstung. Kling. Ja, die sieht nämlich eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Und auch hier, auch wenn er jetzt eine Hose anhat, wo ich eigentlich gar kein Fan von den Kul Tiraner Kerlen bin, dadurch, dass er eben halt dieses Jäckchen hier hat, was hier so, ne, über den Pöter hängt, ne, sozusagen, ne, da sieht das wieder ganz gut aus. Und auch der Hut, ne, das irgendwie hat das was, so was richtig Seefahrermäßiges. Gefällt mir. Gut, gefällt mir ganz gut. Jetzt würde ich hier mal hingehen, einmal wenigstens kurz durchscrollen. Haben wir hier irgendwas, was mehr? Moment, da müsste ich mal ganz eher am Anfang hier die ganzen billigen Sachen. Hier Stöckchen, so total unbedeutend, ne? Muss ja nicht immer sofort ins Auge stechen. Da sind schon richtig hässliche Sachen bei, ne? Ein Stück Holz.
gucke. Ja, richtige Knaller sind hier überall nicht dabei, ne? Aber das hier macht einen druidischen Eindruck, ne? Ja, komm. Und da machen wir mal so. Ein Stück Baum am Rücken. Hütet euch vor Yetis! So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, wir sind ein richtiger Brocken. Ne, Catherine-Mäuschen, da hast du uns was Gutes getan. Warte mal. Ich glaube, hier ist das Licht besser. Ja, guck doch mal, das sieht doch schön aus. Gefällt mir. Ne, ist gekauft. So, das gucken wir uns dann auch nochmal auf dem Auslog-Screen hier oder Login-Screen an. Ich jetzt? Du kleiner, dicklicher Kultiraner. Okay, dann fliegen wir ein Stück zurück. Stimmt ja, wir sind ja hier mitten in der Pampa. Ich vergaß. Das Hakenkap. Hakenkap. Feuchtdochtwinkel. Feuchtdocht. Hey, am besten einfach hier auf das Schiffchen. Latsch. So, und da ist der kleine Dickli hier. Ja, wunderbar. Aber nein, das finde ich doch schön. Ne? Das sieht so richtig so ein bisschen ne, piratisch, admiralisch, seefahrerisch. Das hat was. Das hat was. Das gefällt mir gut. Ja, okay, Freunde, ne? Und das war es dann an der Stelle auch schon wieder gewesen, ne? Auch da deutlich unter 10 Minuten, ne? Mal eben schnell abholen. Ich denke, bei den anderen Klassen, Rassen, da wird es ein bisschen länger dauern. Hoffe ich zumindest, dass das ein bisschen länger dauert, ne? Da werde ich mich mal informieren und dann, ja, dann mache ich davon auch ein Video, ne? Ich wollte es halt nicht vergessen, deswegen jetzt haben wir es halt mal erledigt, ne? Dass die verbündeten Völker eben halt so schnell sind, also einfach nur abholen und fertig. Konnte ja keine Ahnung. Ne? Trotzdem gehört es ja irgendwie dazu, ne? Wenn ich alle machen will. Okay, Leute, dann freue ich mich, ja, dass ihr dabei wart, ne, dass ihr mich bei dieser aufwendigen Sache hier unterstützt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, solltet ihr noch nicht getan haben. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Let's Plays oder in einem nächsten Video. Ne? Schauen wir einfach mal. Ne, wie gewohnt, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich bin der Chris von I am Korgen. Bis dann.